Fabian Habel für GNP1TV hier bei GMC23 in der König-Pilsen-Arena in Oberhausen. Und zu meiner Linken kam Gaye Bekov, der heute seinen 6. MMA-Profikampf bestritten hat, immer noch ungeschlagen. Heute ging es gegen Dragan Pesic. Kam für uns doch einfach durch den Kampf. Wie hast du den Kampf heute erlebt? Hi erstmal, wie ich den Kampf erlebt habe, also mir hat die Show erstmal gefallen, als ich reingegangen bin. Ich dachte mir, okay, schon ein bisschen größere Bühne. Also im Kampf war es dann halt so, ich dachte, ich taste ein bisschen ab, dann hat er einen starken Low-Kick gelandet, da ich so, okay, muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, weil wir waren darauf eingestellt, wie er ungefähr kämpft, kickt er erstmal tief, dann geht er hoch, dann hatten wir die Deckung natürlich noch da, wir waren auch darauf eingestellt, dass er shooten wird, wir wollten den Kampf halt ein bisschen im Stand halten, ein bisschen zeigen, was man kann, so, was man auch jetzt, was ich die letzten 2-3 Wochen jetzt auch bei Dennis gelernt habe. Ich habe jetzt das Gym gewechselt, sage ich mal, in Gelsenkirchen trainiert und mich da hervorragend vorbereitet mit Dennis und natürlich mit den anderen Jungs, meinen Trainingspartner. Und wir waren vorbereitet darauf, dass er shootet, dass er die Low-Kicks macht und ja, ausgesprawlt und dann das Finish halt gesucht. Hast du ihn von der Stärke her, von seinen Qualitäten her so erwartet, wie er dann auch wirklich agiert hat? Oder hast du ihn im Vorhinein stärker eingeschätzt oder vielleicht sogar schwächer? Das ist eine sehr gute Frage. Nee, es war eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war es dann. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir wussten halt, was er genau macht, wie er sich bewegt. Ich war jetzt nicht überrascht von irgendetwas, ja. Du hast jetzt heute deinen 6. Kampf bestritten, den 6. Kampf gewonnen. Du hast jetzt schon vor einer riesigen Kulisse gekämpft, heute vor über 7000 Leuten hier in Oberhausen. Was können wir jetzt von dir erwarten? Was sind die nächsten Schritte für dich? Und hast du vielleicht sogar schon einen Gegner, den du gern kämpfen würdest? Mein erstes Ziel ist es mir, erstmal einen Namen zu machen in der Szene, dass die Leute mich ein bisschen kennen. Und ich habe jetzt jemanden im Kopf. Das muss ich halt mit Dennis nochmal besprechen. Ich möchte nichts offiziell machen. Unser Ziel ist es halt natürlich, den Titel. Wir arbeiten dann darauf hin. Ich möchte am besten, also zwei Kämpfe habe ich jetzt dieses Jahr jetzt gemacht. Vorher habe ich nicht gekämpft, viel pausiert, bisschen jetzt reingekommen. Mal gucken, jetzt möchten wir irgendeinen in der Szene, der auch schon einen Namen hat, den auswählen und dann im Federgewicht am besten das Match dann machen. Aber der Gegner, den du im Kopf hast, trainiert nicht im MMA-Spirit und heißt auch nicht Sabah Bolagi, oder? So ähnlich. Vielleicht ein Max Koga. Nein, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ich denke, ich brauche noch ein bisschen Zeit für Sabah Bolagi oder den Max Koga. Sehr gerne. Ich habe Ziele im Leben gesetzt. Ich möchte gegen die Besten kämpfen. Aktuell habe ich es nicht gemacht, aber ich möchte das Schritt für Schritt machen, aber mein Ziel ist es natürlich MMA Spirit, sei es der Sabah, sei es der Max Koga. Ja. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Jetzt aber genieß erstmal den Sieg heute. Wir gratulieren dir dazu herzlich und freuen uns auf jeden Fall auf deine Zukunft. Vielen Dank dir. Vielen Dank euch auch. Ich möchte mich noch ganz kurz bei Dennis bedanken, bei Özan, die mir das ermöglicht haben, auch das Training etc. Alles drumherum bei euch, Ground & Pound. Und ja, und an meinen Trainingspartner, alle, die mich da irgendwie, egal auf welche Art und Weise, unterstützt haben. Ja. Super, danke dir.